Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Thymesia Folge 2. Folge 1 kam super gut an. Oh, bisschen laut. Deswegen gehen wir hier auf jeden Fall nochmal rein. Ich möchte auf jeden Fall, also ich möchte wenigstens mal hier den ersten Boss legen. Also das ist ja wohl das Mindeste, was ich schaffen muss. Den ersten Boss, das wird ja wohl machbar sein. So, und ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht vorher noch mal ein bisschen leveln sollte, bevor ich den Boss mache. Dass die Sache ist halt, ich habe Angst, dass ich hier nicht mehr hinkomme, weil dass ich hier hingekommen bin, war so ein Zufall. Merkt euch den Weg. Oh, der Sound, ne? 40. Wie viel kostet ein Level nochmal? So ein dicker Gegner wäre gut. Damit ich auch ein bisschen übe mit Ausweichen und sowas. Von Dark Souls jetzt hier ist natürlich auch wieder eine Umstellung, sage ich euch. Aber eine gute Umstellung, weil das hier ist tatsächlich ein bisschen schöner zu spielen. Du kannst in jede Richtung kannst du dich hinrollen, also ja, ausweichen. Das ist schon mal sehr schön. Und du kannst halt immer rennen. Ist alles viel schneller. Das ist schon schön. Ja, scheiße. Wie viel brauche ich denn für ein Level? Schon über 1000, oder? Jo, bis gleich, Tatja. Mal eben gucken, wie viel ich für ein Level brauche. 1000. Ja gut, die würde ich aber hinbekommen, oder? Wenn ich hier durch die Abkürzung gehe, da war doch ein dicker Gegner. Wenn ich den hier ein bisschen. Kannst auch gleich parieren üben, ja. Ich glaube echt, ich muss gar nicht R machen, ich muss immer nur L machen. Mittlerweile. Ich habe echt das Gefühl, dass die L-Attacken viel stärker sind als die R-Attacken. Ich habe gerade nur geblockt, ne? Wie viel gibt der? 700, so nämlich. Ja, also das Blocken scheint OP zu sein. Die Sache ist halt, man ist so daran gewöhnt, dass man blockt und der Gegner dann halt aufhört anzugreifen, aber er greift halt weiter an. Und das ist das, was ungewöhnlich ist. Oder was mich verwirrt so ein bisschen. Aber diesen dicken Gegner, wenn ich den farmen könnte, jedes Mal dieser dicke Gegner,
gibt 700. Das wär's doch, oder? Das waren Einmalgegner, oder? Das waren Einmalgegner, das ist scheiße. Aber vielleicht gibt's nochmal so einen. Habe ich nochmal irgendwo einen gehabt und den ausgelassen? Ich höre den doch. Hä? Scheiße, falsche Attacke. Boah, den zu lesen, der holt wieder so lange aus. Wo bin ich jetzt wieder gelandet? Boah, hier sieht alles gleich aus. Das ist ein bisschen ärgerlich. Danke für den Lurk-Cookie. Jetzt die Mesa, ja. Wir haben Nito geschafft, war easy peasy. Und jetzt geht's rein in Timesia. So, Stufenaufstieg. Ich würde fast sagen, dann. Das gibt 16. Es gibt einen Angriffsschaden. Klauenschaden. Ich würde einmal in Klauenschaden jetzt gehen. Da kriegen wir auch ein Talent, glaube ich. Oder so. Guck mal, man kann die Talente auch zurücksetzen. So, und dann würde ich ein bisschen mehr auf Parieren gehen, tatsächlich, oder? Ah, guck mal hier, verteidigen. Also zwei Level, ja, zwei Level machen wir noch, würde ich sagen. Da oben war ja noch irgendwo ein dicker Gegner. Immer schön in die Seuche ballern. Meinst du? So, komm her. Jetzt kann ich nur verteidigen und nicht mehr parieren. Das ist scheiße. Oder ich weiß nicht wie. Hä? Und man bleibt die ganze Zeit stehen.
Das doof. Das doof. Da muss ich aber noch mal schauen. Man kann jetzt nicht mehr parieren. Man kann nur noch deffen. Aber das Gute ist, die ganzen Fähigkeitspunkte habe ich gerade gesehen, kann man alle wieder zurücksetzen. Ich weiß nicht, ob das was kostet, aber das ist natürlich ganz cool. Hier, genau, hier kann man nicht rein. Sieht halt hier alles sehr ähnlich aus, ne? Genau. Ach, da unten ist das Zelt. Ah, okay. Ich tue so, als wüsste ich, wo ich bin, aber ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Kann sein, dass das sogar umsonst ist. Das wäre cool. Das wäre auf jeden Fall entspannt. Guck mal, hier geht's noch hoch. Gehen wir doch mal lang. Aha, was denn hier? Ich habe nichts so zu heilen. Was? Die holen wir uns, Leute. Die holen wir uns. Was macht Erlang in dem Game? So, jetzt erstmal gucken, ob ich das Ding hier wieder mal wegmachen kann. Talente. Das ist ja doof hier. Das will ich nicht. Möchtest du wirklich den aktuell geringer? Ja, will ich. Und dann gehe ich lieber hier auf. Energiemenge. Nee. Erhöht den Parierschaden. Erhöht. Muss ich irgendwie auch reduziert. Ja, das machen wir. Die Dauer brauche ich. So, und hier die hier, die holen wir uns jetzt. Der hat sich voll geheilt.
Mann! Falscher Knopf. Die war cool. Erstmal leveln, 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 leveln. Möchte leveln. Alles in die Seuche, sagst du? Klauenschaden. Machen wir ein bisschen rein, ne? Talent, so, rein ins Parieren. Der verursachte Parierschaden wird reduziert. Parierdauer, genau. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Parierdauer. Das ist gut. Seuchenwaffen. Was macht das? Ist das vielleicht Entfernung? Das ist cool eigentlich, ne? Fliegen da durch. Ach, hier war ich ja. Okay, Doki, dann haben wir hier alles. Ey, ich traue mich nicht zum Boss zu gehen, ne? Ich verkacke doch bestimmt wieder. Da wäre einer, aber wie komme ich da rüber? Naja, so ist gut. Bam! Zack! Man kann in dem Game nicht, also man kann irgendwie springen, aber ich weiß nicht wie. Er hat da gar keinen Bock. Menü bei Steuerung. Was soll ich da gucken bei Menü bei Steuerung? Komm ran hier. Hahaha.
Es fühlt sich übel belohnend an, das Parieren. Ich sage es euch. Übel belohnend. Man muss halt perfekt beherrschen, ne? Oh, da ist aber tief. Wo gehen wir denn hier hin? Von da. Oder? Kommen wir von hier? Nee. Ich finde es auch gut, man bleibt mit seiner Waffe nicht am Holz hängen oder so. Man kann immer durchziehen. Gut. Tut mir auch gefallen. Keine Ahnung mehr, wo ich bin. Machen wir das in Tür. Geht's nicht rein. Von hier bin ich mal gekommen. Daran kannst du dich erinnern? Ach, von hier bin ich gerade gekommen. Ah, guck mal, hier ist der Zoo, der Zirkus. Genau. Hier ist der Zirkus. Gut. Ich bin den ganzen Weg wieder zurückgelatscht. Hier ist, ey, da ist eine Leiter, aber von der anderen Seite. Da ist auch was. Kann bestimmt da vorne runterfallen extra. Naja, hier ist eine Leiter. Wo habe ich denn das Item jetzt gerade gesehen? Hier, ne? Oh, gefunden! Bam! Jo, Provokateur. Danke dir für den Lurk. Krass, heute viel am Lurken, ne? Alle am Lurken hier heute. Guckt euch doch mal dieses geile Game an, anstatt nur zu lurken. So ein Ding. Wenn du jetzt wieder was machst? Hä? Ah, da kann man runterspringen. Oh, da steht doch einer. Komm mal her. Komm mal ran hier. Wo bin ich denn hier? Ach, hier war ich gerade. Hab mich verlaufen. Hier sieht alles so gleich aus. Nobu! Jetzt ist doch alles hier. Jetzt macht das doch alles erst Sinn. Hä, wo muss ich lang?
Aua. Hier ist eine Sackgasse. Aber so noch was von der Sackgasse. Geht's runter? Sieht alles gleich aus. Ich bin hier bestimmt schon 20 Mal vorbeigelaufen. Ah, doch, ich weiß, wo ich bin. Ist doch. Hier bin ich doch gleich wieder an meinem Checkpoint, oder? Ja. Es kommt mir bekannt vor. Ja. Hier längs, ne? Yay. Haben wir denn ein Level? Yes. Rein in die Seuche. Rein ins Parieren. Obwohl Klaue? Nach dem langen 5-Stapel, Buffring, trifft eine geringe Menge an Gesundheit. Eigentlich gut. Oder Parieren. Wird weiter erhöht. Der Schaden wird reduziert. Ich mache mal noch mehr Dauer. Jetzt heißt es üben mit Parieren. Parieren, 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 Leute. Dann komm mal ran. First try. Aber nichts mehr zu heilen jetzt. Knappes Ding.
Was kostet ein Level? 1700. Ich weiß nicht, ob wir noch eins gefarmt bekommen. Es sah eigentlich gut aus, aber ich habe so wenig zu heilen. Viermal heilen. Ich kann mich mit dem Klauenangriff auch ein bisschen heilen. Wenn ich einen Fünferstapel habe. Aber da komme ich halt so selten hin. Eine Heilung nur. Eine mehr als davor. Wieso hat das eine zweite Phase? Also das... Richtig einsteigerfreundlich wieder hier das Game. Ha 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 ha.
Ich hab L2 gedrückt. Ich hab L2 gedrückt. So ein BB, was ist denn BB? Bloodborne? Es fühlt sich sehr nach Bloodborne an, ja. Jetzt yes, mache ich. Ich hatte noch zwei Heiltränke, das tut so weh. Die erste Phase war so gut. Ich habe den so eingekesselt. Ich schaff den heute noch, Leute. Schon ganz anderes geschafft. Thank you.
Asterix-Bier, grüß dich. Grüß dich, mein Jutzer. So, ich bin gerade nicht so gesprächig, weil ich mich übel am Konzentrieren bin. Das ist nicht immer so. Ich hab L2 gedrückt, hä? Hey, warum macht der denn da eine Dreier-Kombi? Sieht interessant aus, ja. Ist es. Danke für den Follow. Drei Heilung noch. Und Full Life. Danke für den Follow. Viel Spaß mit den Emotes. Wann macht der 3? Als ob er nochmal so eine Welle macht. Der hatte so wenig, Mann. Als ob. Als ob.
Ich drück L2 wie ein Bekloppter, wirklich. Bam! Wenn er jetzt noch eine dritte Phase hat, kacke ich ab. Bam! Huiuiuiuiui. Sonst ist nichts geschehen. Nein, das ist alles, woran ich mich erinnern kann. Doch, es gibt da etwas, an das ich mich erinnern kann. Oh, Junge, 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 Junge. Bäume mehr. Langanhaltender Trank. Du besitzt nun einen langanhaltenden Trank. Kann im Tränkemenü ausgerüstet werden. Eine längere Nutzungsdauer von Tränken. Heilung erfolgt über einen gewissen Zeitraum hinweg. 150% Heilungseffektivität. Corvus, bist du bereit, dich zu erinnern? Erinnerung fortsetzen, ausruhen, Gegenstand anzeigen. Wieso ist das alles so ausgegraut? Und wo zur Hölle sind wir jetzt? Ich habe mich da eben gar nicht richtig umgeguckt. Ach, wir sind wieder da, wo ich ganz am Anfang war, glaube ich, oder? Oder wo ich mal kurz war. Talent freischalten. Trank herstellen. Der hat nur 2.500 gegeben, das ist ja lächerlich. Ich habe da so geschwitzt. Wo kann ich denn leveln? Ist hier nicht irgendwo ein Thron? Seuchenwaffe? Pesthauch. Pesthauch. Versucht eine Staubexplosion, wir fallen in der Nähe zurück. Du erhältst einen Stapel Pesthauch-Buff. Ausweichen kann unbegrenzt Ausweichmanöver vollführen. Okay. Das hier so im Erinnerungsprozess fortsetzen. Ah, guck mal, hier kann ich jetzt Bäume mehr. Da bin ich ja gerade. Königlicher Garten. War ich da? Das ist, wo ich gerade war. Nee, da war ich gerade, ne? Suche nach Odurs Bautagebuch. Ich will wissen, ob das da ist, ob das dieser Bereich ist. Bäume mehr, ja, ist er. Dass das Bäume mehr heißt. So, wo bin ich jetzt hier? Sea of Trees. Niederseits nicht möglich. Weil ich habe das Gefühl, ich habe hier, also hier gibt es ganz viele Türen, die ich noch nicht benutzt habe, ne?
Beacon found. Erinnerung beenden geht auch, okay. Aber jetzt erstmal hier Seuche verbessern. Ein Level nur, ist echt schwach. Parry. Vergessene Feder einsetzen. Wenn du die vergessene Feder einsetzt, werden Corvus, Stufe und Attribute zurückgesetzt. Nein, möchte ich nicht, danke. Erinnerung beenden. Wenn wir hier nicht die Abforschung gestern Lügel philosophieren. Ja. Okay. Oben war nichts mehr, ne? Im Bossraum. Und du hast es nicht gesehen, tut mir leid, Rolf, aber du kannst es mal auf YouTube sehen. Du kannst es nochmal auf YouTube sehen. Wird hochgeladen. Wer ist das? Ausruhen? Seelenthronmenü. Ah, hier wäre das. Gegenstand anzeigen. Schwarzes Herz des Odur. Das stammt von Odur. Das ist wirklich seltsam. Da Odur der Direktor des Zirkus ist, erhielt er große Mengen an reinem Blut. Doch warum ist das Schwarzblut auf seinem Körper? Hm. Hier stimmt etwas nicht. Ich glaube, du musst zurück ins Narrenmeer. Suche dort nach weiteren Informationen. Narrenmeer. Das meint Bäumemeer wahrscheinlich, ne? Suche nach Odurs Bautagebuch. Zerstöre alle Zisten. Aha, hier gibt es auch noch Nebenquests in diesen kleinen Leveln. Das machen wir auf jeden Fall. Liegt im Sinn des Königs Hermes und wurde vom ersten... Sollen wir das zuerst machen? Noch? Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal die Nebenquests, oder? Und ich will auch nochmal in den Bossraum gucken. Ich habe mich da nicht richtig umgeguckt. Ich wusste nicht, dass ich direkt wegteleportiert werde. Wir machen jetzt Bäume mehr. Wir beenden erstmal die Folge, mache ich das. Ne, Bäume mehr. Die beiden Nebenquests machen wir in der nächsten Folge. Würdest du auch sagen, ne? Ja. Also Leute, wenn euch das gefallen hat, gerne ein Like auf dem Video lassen, den Kanal abonnieren. Kommt bestimmt noch eine Folge 3. Ich spiele jetzt direkt weiter. Und ja, bis zum nächsten Mal.